Heute beim elektrischen Reporter: Körperteile, Taubheit und Fehler im System. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Schon Jahrhunderte vor dem Jahr Null schraubte man hölzerne Zehen, Füße und Beine an wohlhabende, jedoch zähfuß- und beinlose Zeitgenossen. Seitdem hat die Welt sich entwickelt, ist klüger geworden und auch Prothesen sind heute intelligenter als ihre hölzernen Vorfahren, wie unser erster Beitrag zeigt. Spätestens seit Leichtathleten wie Heinrich Popov mit ihren Prothesen Weltklasseleistungen vollbringen können, sind künstliche Gliedmaßen keine ungelenken Hilfsmittel mehr. Vielmehr übertreffen einige dieser Hightech-Körperteile sogar ihre biologischen Vorbilder. Die Speerspitze dieser Entwicklung bilden intelligente Prothesen. Und Philipp Koch, der bei einem Autounfall einen Arm verloren hat, bewältigt mit einer solchen Prothese seinen Alltag. Das Besondere: seinen künstlichen Arm steuert er mit seinen Gedanken. Also ich kann das Handgelenk nach außen drehen, kann das Handgelenk nach innen drehen, Hand öffnen, Hand schließen. Dann kann ich dementsprechend auch noch strecken und beugen. Und das Highlight ist jetzt beispielsweise eine 360-Grad-Drehung nach außen oder nach innen. Was jetzt nun auch nicht alltäglich ist oder was jetzt nun auch nicht jeder kann. Da muss ich bis zu einem gewissen Grad drehen. Das ist jedes Mal unterschiedlich, je nachdem, wo ich gerade aufgehört habe mit der Drehung. Dann rastet die auch irgendwo anders ein. So, und dann dementsprechend, ich brauche einen Druck hinten oder einen Gegenpart, dass ich Druck nach vorne hin ausüben kann. Dass halt dementsprechend das Gelenk einrastet oder die Kugellager. Sein Arm besteht unter anderem aus einer auswechselbaren Hand, 6 Elektroden, einem Handyakku und einem Computerchip mit spezieller Software. Nervenimpulse, die Philipps Gehirn aussendet, wenn er zum Beispiel daran denkt, seine Hand zu heben oder zu greifen, kann die Prothese in die entsprechende Bewegung umsetzen. In einer komplizierten Operation mussten hierfür Nerven in Philipps Körper verpflanzt werden. Ein experimentelles Verfahren, das bei Philipp glücklicherweise gut funktioniert hat und ihm heute sogar ermöglicht, einer ganz normalen Arbeit nachzugehen. Aber diese neuen Superprothesen erweitern nicht nur die körperlichen Möglichkeiten ihrer Nutzer, beobachtet Martin Schöppel von der Herstellerfirma Ottobock. Sie verändern auch das Selbstbewusstsein ihrer Träger. Es gibt eine Entwicklung, die wir insbesondere in den westlichen Ländern, auch in den USA sehen. Wir nennen das Tech-Look. Und die Anwender zeigen dann ganz offensiv ihre Prothesen, das heißt die Bein- oder Armprothese, und sagen, ich bin ein bionischer Mensch, die Technik ist ein Teil von mir. Bereits heute gibt es bionische Schlagzeuger und Soldaten, die mithilfe von Exoskeletten schwere Lasten tragen können. Mensch und Maschine verschmelzen zusehends zu einer Einheit. Manche, wie der Philosoph Stefan Sorgner, sprechen deshalb bereits vom Beginn des transhumanen Zeitalters. Einer Zeit, in der sich jeder stärker, schneller oder sogar klüger machen kann. Mit Technologien wie intelligenten Prothesen und Körperteilen, die sich sogar ans Internet anschließen lassen. Das würde natürlich eine enorme Steigerung unseres Wissens ermöglichen, auch vielleicht unserer Erinnerungsfähigkeit. Und das sind natürlich beides Fähigkeiten, die im Interesse von vielen Menschen sind. Gehirninhalte oder sogar das menschliche Bewusstsein lassen sich zwar noch nicht ins Netz hochladen. Realität hingegen sind bereits implantierbare Computerchips. Und Google testet elektronische Kontaktlinsen, die automatisch den Blutzuckerspiegel überprüfen können. Für den Philosophen wirft das die Frage auf, wer Zugang zu diesen neuen und teuren Körperoptimierungen haben wird und ob so eine neue Spaltung der Gesellschaft droht. In Cyborgs mit überlegenen körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten auf der einen Seite und Menschen mit all ihren biologischen Defiziten auf der anderen Seite. Wir müssen uns wirklich konzentriert damit auseinandersetzen, dass das in der Tat nicht geschieht. Ich denke aber, dass das eine politische Entscheidung ist und dass man mithilfe von entsprechenden gesetzlichen Regelungen in der Tat dort vorbeugen kann. Es ist davon auszugehen, dass intelligente Prothesen erst am Anfang ihrer Möglichkeiten stehen. Und auch Philipp
hat einen Verbesserungsvorschlag für die nächste Generation seiner künstlichen Hand. Vielleicht ermöglicht es dann die Technik irgendwann in naher Zukunft dann halt dementsprechend auch solche Prothesen zu ermöglichen, wo man dann merkt, wenn man sich irgendwo mal verbrennt oder jetzt bei den Temperaturen gerade, dass es kalt draußen ist. Der Mensch ist das Ergebnis langsamer Anpassung an seine Umwelt. Jetzt ist er in der Lage, sich selbst durch Technik zu verändern. Nach seinen eigenen Vorstellungen und Ideen. Es ist also an der Zeit, sich über diese Möglichkeiten Gedanken zu machen und zu verständigen. Gedankenlosigkeit in der Wortwahl ist kein Ausdruck von Freigeistigkeit oder Individualismus, sondern schlicht Gedankenlosigkeit in der Wortwahl. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Laura Schwenkbeer, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin und auf Twitter heiße ich @lmschwenkbeer. Als Gebärdensprachdolmetscherin sichere ich überall die Kommunikation, wo taube Menschen mit hörenden Menschen sprechen wollen. Also meinen Twitter-Account nutze ich total gerne, um tatsächlich zum einen Teil so eine Art, ja, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, um einfach zu sagen, hey, sag mal nicht taubstumm, es ist irgendwie, das Wort ist brutal alt und die Leute fühlen sich einfach beleidigt, wenn du es weiter benutzt. Und zum anderen poste ich natürlich aber auch ganz viel privaten Quatsch, weil ich halt nur einen Twitter-Account habe und Twitter irgendwie fetzt. Susi ist eigentlich nur ein Strichmännchen, nämlich auf einem weißen Hintergrund einfach so ein Männchen, das wahnsinnig schlau ist. Susi weiß nämlich Bescheid und deswegen ist es schlau, Sachen so zu machen, wie es Susi macht. Also meine erste Susi war die Susi zu taubstumm sagt man nicht, zu diesem Klassiker. Susi ist eigentlich wieder nur das kleine Strichmännchen und sagt zum einen einmal taubstumm, das habe ich dann einfach durchgestrichen, weil es super easy ist, es einfach durchzustreichen und dann sagt sie taub und gehörlos, sind zwei Sprechblasen. Und taubstumm geht eigentlich darauf zurück, dass es vor allem in der Zeit verwendet wurde, wo taube Menschen total unterdrückt wurden und wo immer die Ansicht war, dass taub gleichzeitig stumm heißt, dass die Menschen also nicht nur nicht sprechen können, sondern tatsächlich auch keine Stimme haben und deswegen mehr oder weniger übergangen werden können. Und genau da sind wir raus. Wir sind irgendwie jetzt da, dass taube Menschen alles können außer hören. Und deswegen geht es darum, auch diese Begrifflichkeit zu ändern. Und mit gehörlos oder taub ist man da auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Wenn ich eine neue Susi poste, ist es manchmal so, dass es total ganz schnell rumgeht. Also gerade dieser zu taubstumm, den haben ganz viele taube Menschen total gefeiert, weil sie gesagt haben, genau, endlich, ja, endlich einfach erklärt. Und genau das, darum geht's. Und natürlich gab es aber auch Leute, die gesagt haben, so, oh, schon wieder dieses Political Correctness, bla bla, was darf ich denn jetzt überhaupt noch sagen? Wo ich mich dann aber gefragt habe, wieso heißt das überhaupt Political Correctness? Wieso heißt das nicht sowas wie Personal Respectness? Es geht darum, dass Menschen sich wirklich angegriffen fühlen, wenn wir diese Wörter benutzen. Es geht nicht darum, dass es politisch korrekt ist. Es geht um Menschen. Und deswegen finde ich das cool, wenn Leute tatsächlich darauf reagieren, in welcher Weise auch immer, weil dann beschäftigen sie sich damit. Susi ist für mich jemand, der einfach tatsächlich Sachen erklären soll, die Leute auch wirklich interessieren. Und deswegen finde ich super, wenn mir Leute tatsächlich Fragen schicken oder einfach Sachen konkret anregen und sagen, hey, dazu hätte ich gerne was gewusst. Und wenn ich daraus dann eine Susi machen kann, das ist natürlich toll, weil ich dann weiß, das ist das, was Leute wirklich brauchen. Und ich erzähle jetzt nicht irgendwas, wo sie sagen, schon wieder so ein Strichmännchen. Kunst, die nur das Perfekte will, wird schnell zu Kitsch. Erst das Unperfekte, das Fehlerhafte, das Unzulängliche vereint Kunst und Leben. Das gilt auch fürs Digitale, wie unser nächster Beitrag zeigt. Digitale Bilder anzeigen oder virtuelle Spielwelten berechnen, für Computer von heute ist das eigentlich kein Problem. Umso größer ist der Frust der meisten User, wenn auf dem Urlaubsfoto plötzlich die Akropolis hinter Bildfehlern verschwindet. Oder wenn man beim Bosskampf im Computerspiel an einer unsichtbaren Kante kleben bleibt. Solche Fehler, im Digitaljargon auch Glitches genannt, sind für Ricky Wendler jedoch kein Grund, sich zu ärgern. Als Speedrunner sucht er ganz gezielt nach Glitches in Computerspielen. Nach Programmierfehlern, die es eigentlich nicht geben sollte. Indem er diese ausnutzt, kann er zum Beispiel durch solide Pixelwände wandern, schweben, schneller laufen oder sich direkt ans Levelende teleportieren. Es macht einen enormen Spaß. Gerade wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Glitch gefunden wurde, macht es enormen Spaß, damit rumzuprobieren. Was passiert, wenn ich das benutze? Was macht das Spiel damit, wenn ich
ja, wenn ich damit rumspiele, wenn ich alles Mögliche damit austeste, stürzt es vielleicht hier ab? Warum stürzt es hier ab? Oder warum reagiert es hier anders, als es dort reagiert? Zocken auf Speedrunner-Art. Das heißt, die vermeintlichen Grenzen von Games zu überwinden und zu versuchen, die Spielregeln auf kreative Weise außer Kraft zu setzen. Längst forscht eine wachsende Community gezielt an Lücken in ihren Lieblingsspielen. Das Ziel der meisten Speedrunner? Einzelne Level oder ganze Games möglichst schnell durchzuspielen. Am besten in Weltrekordzeit. Und wer hier mithalten will, der muss wie Ricky Wendler viel Zeit in sein Hobby stecken. Dann nimmt man sich Gegenstände und man fängt an, die aufeinander zu stapeln und irgendwo sich durch die Wand zu drücken oder zu schauen, ob man sich selbst nicht irgendwo durchschießen kann. Und dann, das geht dann erstmal ein paar Stunden und dann ist das Spiel natürlich erstmal das Spiel selbst in den Hintergrund gerückt. Solche Experimentierfreude verbindet die Glitch-Gamer mit Glitch-Künstlern wie Kim Asendorf. Aber Asendorf sucht nicht nur nach Fehlern, er erzeugt sie auch ganz gezielt selbst. Zum Beispiel, indem er Algorithmen Bilddateien verändern lässt oder indem er Fotos mit Textprogrammen öffnet. So entsteht eine neue Ästhetik, in der Unvorhersehbarkeit und Überraschung eine große Rolle spielen. Ihn fasziniert? Die Strukturen, die zum Beispiel in einem Bilddateiformat, die dem Bilddateiformat zugrunde liegen, dass man die sichtbar machen kann und dass die ihre eigene Ästhetik und ihre eigene Schönheit oder dass die so interessant in ihrer Anordnung sind, dass man es nicht einfach, also das kann kein Mensch einfach so erfinden. Optisch bewegt sich die Fehlerkunst irgendwo zwischen Pop-Art und Pointillismus mit psychedelischem Einschlag. Was als Subkultur von Techniktüftlern und später Designern begann, ist mittlerweile in der Breite angekommen. Rapper Kanye West ließ sich ein Musikvideo im Glitch-Style schneidern. Auf Facebook gibt es Glitch-Gruppen mit tausenden Mitgliedern. Und mit Apps wie Glitche kann mittlerweile jeder Glitch-Art auf Knopfdruck erzeugen. Für Kim Asendorf jedoch geht spätestens hier der künstlerische Ansatz verloren. Der Ursprungsdefinition von Glitch ist dieser Prozess halt eigentlich extrem relevant. Inzwischen geht es eigentlich nur noch ums Resultat. Speedrunner und Glitch-Künstler stellen unser Verhältnis zum Fehler auf den Kopf. Denn nicht nur wer alles richtig macht, kann daraus eine wertvolle Erkenntnis gewinnen. Dass auch Fehler und Fehlschläge einen wichtigen Platz in Wissenschaft und Kultur haben, davon ist der Kulturwissenschaftler Andreas Wolfsteiner fest überzeugt. Und daran, dass sich diese Rehabilitierung des Fehlers langsam durchsetzen kann, haben Glitch-Künstler und Speedrunner sicher einen Anteil. Der Wissenszuwachs, der durch konsequentes Planen von Experimentalsystemen zum Beispiel in die Welt kommt, ist gut dokumentiert. Allerdings ist der Wissenszuwachs, der durch Fehler in die Welt kommt, eben nicht sehr gut dokumentiert, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Wenn sich also das nächste Mal das heimische Bildbearbeitungsprogramm aufhängt, ist das kein Grund, sich zu ärgern, sondern ein magischer Moment, in dem sich banale Urlaubsbilder in einmalige Glitch-Art verwandeln. Derjenige, der sich mit Einsicht für beschränkt erklärt, ist der Vollkommenheit am nächsten. Johann Wolfgang von Goethe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.